So, Freunde, da sind wir wieder zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, immer noch Stufe 5. Wäre cool, wenn wir da mal aufsteigen würden. Aber, Laris hat ja nicht so viele Viecher bis jetzt hier erlegt. Da könnte auch mal ein bisschen, weißt du, könnte auch mal ein paar Leute ranlocken. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also, wir waren jetzt quasi unter der Brücke. Übrigens nicht, wenn jemand selber rauslauft und sagt, ach komm, scheiß auf den Laris, lass mal oben rumlaufen, über die Brücke. Ich glaube, ich kann euch nochmal per Karte zeigen. Genau, also ihr seht ja sozusagen, wenn ihr von der Stadt aus kommt, diesen unteren Weg sind wir lang gelaufen. Wir sind nicht an dem Hof da vorbei gelaufen, sondern ein bisschen da drunter und würden jetzt quasi weiter nach rechts laufen. Das Problem ist, es gibt auch einen Weg oben rum, wenn ihr über den Hof laufen würdet. Und dann seht ihr diese vor uns sozusagen genau diese so eine Art Brücke auch da eingezeichnet in der Karte. Nicht machen. Einfach noch nicht, Freunde. Ne, weil werden wir dann später zu kommen, da werdet ihr sehen, was da los ist. Das schafft ihr alleine sehr wahrscheinlich noch nicht. So, Erol, was los? Was ist denn dein Karren da hinten? Was los ist? Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Diese Saubande sollte man ausräuchern, sag ich dir. Ja, was ist denn passiert, mein Dude? Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs. Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen und haben alle niedergemetzelt. Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann. Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt. Hä, der Kram da unten gehört dir? Nee, gehört mir, mein Luther. Das ist mein Was Kram. Was waren das für Kerle? Na, die Banditen. Wer sind? Genau von denen habe ich geredet, die Freunde. Die Brücke da oben in Beschlag genommen. Na, perfekt. Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt. Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen, also bin ich unter der Brücke durch. Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie. Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen, direkt auf meinen Wagen. Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen. Mit einem lauten Karren. Vorbeischleichen. Oder willst du... Er hätte theoretisch, wenn wir mal ehrlich sind, hätte er sich einfach... ein bisschen was nehmen sollen und immer einzeln laufen sollen, weißt du, und hier irgendwo was buddeln und dann irgendwann vielleicht mit einem Karren kommen, der leer ist, weißt du, wo dann die Banditen sagen, der ist leer, das bringt nicht so viel oder so, weißt du, also plane hinten ab, würde ich, dass du zeigst, dass da nichts ist, da hätte er es geschafft, aber hätte ungefähr 5 Tage gedauert, hat er nicht gemacht, also wurde er ausgeraubt, so einfach ist das hier in Gothic 2, Freunde. Der Karren, die Waren, einfach alles. Ich habe da ein bisschen was von deinem Krempel eingesammelt. Behalt das Zeug. Nichts davon ist wirklich von Wert für Mann, mich. Mann, sind wir eine ehrliche Haut, Freunde. Das Einzige, was unersetzlich für mich ist, sind meine 3 Steintafeln, die sie mir gestohlen haben. Steintafeln? Der Wassermagier in der Stadt will sie mir abkaufen. Und ich habe ihm die Dinger versprochen. Ich will sie unbedingt wiederhaben. Sonst schadet das meinem Ruf. Aber ich will die auch haben. Jungs, da kriegen wir nicht nur Geld, sondern auch Erfahrung dafür, wenn wir die abgeben. Was will ein Wassermagier damit? Er sagte, er wolle sie studieren und hat mich beauftragt, ihm mehr davon zu bringen. Wo hattest du die Steintafeln her? Ja, das ist meine gute Frage. Ich habe sie bei alten Bauwerken wie Mausoleen oder auch ab und zu in Höhlen. Ach nee, wir kriegen jetzt die Location mal angezeigt, wisst ihr, wo da noch mehr sind. Davon an den Wassermagier in der Stadt. Aber nicht. So, Erol, komm, mach zeitig. Hier unten sind sie jedoch eher selten. Im Nordosten von Korinis war meine Ausbeute am größten. Nordosten, okay. Oh. Warum suchst du denn nicht einfach neue? Jungs, die ganzen Gespräche, Gossi 2, du. Bei den Banditen habe ich mir meinen Knöchel verstaucht. Ich kann zwar noch laufen, aber sehr weit will ich mit dem schlimmen Fuß im Moment nicht gehen. Hat der ein Glück, dass da eine Band steht, du. Dass er sich hier ausruhen kann, ach Gott. Zeig mir deine Ware, hast du überhaupt noch was? Zeig mir deine Ware. Ich kann dir nichts verkaufen. Mein ganzer Kram liegt da hinten unter der Brücke, Bursche. Ich kann dir erst wieder was verkaufen, wenn ich zu Hause bin. Aber solange ich meine Steintafeln nicht wieder habe, gehe ich hier nicht weg. Ich hab's verstanden. Wir müssen ihm also erstmal sozusagen die Steintafeln bringen. Dann ist auch sein Fuß verheilt, auf wundersame Weise. Und dann wird er wahrscheinlich sich dann zu Fuß mal in die Stadt machen und dann werden wir ihn da irgendwo antreffen. Du hast die Banditen in der Flucht gestanden. Hat er das erzählt, Junge? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Oh, sicher kann ich das. Willst du mal eine Kostprobe haben? So, also, da bei ihm kannst du quasi auch noch Stärke lehren. Bist du ein Bürger der Stadt? Oder gelehrt bekommen. Ach, schon lange nicht mehr, mein Junge. Ich habe nichts übrig für die korrupten Schweine im oberen Viertel von Korinis.
Ich hatte dort früher einmal großen Einfluss, musst du wissen. Aber das ist schon einige Monde her. Na Mensch, dann tun wir mit seinem Namen ja mal ein bisschen angeben, du. Wenn wir dann mal irgendwann ins obere Viertel gehen. Ist ja der Hammer. Oder auch nicht. So, also, Laris, schön, dass du gewartet hast. Hat ja auch nicht lange gedauert. Sind wir ehrlich? Nicht. So, da hinten ist ein Innerschrein. Die Sache ist halt die, ich glaube nicht, dass Laris noch so ewig bei uns bleibt. Deswegen gucken wir mal ans kurz, ob wir doch... Naja, okay, die Ratte schaffen wir schon alleine. Da brauchen wir jetzt die Laris herholen. Wir laufen mal weiter hier. So, sag mal, meinst kurz? Ich glaube, den Jungen kennen wir. Ja, sag doch! Sieh mal an, wer da reingeschneit kommt. Ja, Hafenjunge! Der Bauernjunge. Du kommst mir gerade recht. Der Typ ist der geilste, Freunde. Wer bist du überhaupt? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan. Klar? Ich bin ehrlich. Mit dem Hamburger... Also für mich ist es ein Hamburger Dialekt. Beste. Was willst du denn von mir? Hast du immer noch Probleme mit den Stadtwachen? Ich geb dir gleich Probleme, du Wicht. Ich suche einen Kerl. In der Stadt war er nicht zu finden und die Geigen hier haben auch keine Ahnung. Er ist schlank, dunkelhaarig und trägt meist eine rote Rüstung. Und? So viel ich weiß, war er damals ein Sträfling in der Kolonie. Ja, gut, dann ich ist, glaube, dann ist der Jule Dexter. Da wissen wir doch. Aber den Fall gelöst, du. Nee, hier, Diego ist auf jeden Fall... Ach, Diego. Diego könnte natürlich auch sein, schlank. Ja, Diego war... Diego war jetzt nicht unbedingt schlank, aber er war noch nicht dick. Er war eher so... Normal. Weißt du? Hier, Dexter. Heißt er vielleicht Dexter? Kann sein, dass das sein Name ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es wohl erst wissen, wenn ich vor ihm stehe. Sonst noch was? Ja, du Großmaul. Ich hab noch was. Ich brauche Waffen. Ich brauche Proviant. Gold wäre auch nicht schlecht. Schön, brauchen wir alle. Gold? Wir alle wollen Gold. Mach schon sein. Und was machst du damit? Versäufst dein Gold in der Kneipe oder verprasst es im Bordell? Ich bin so am Lachen, ich einschätze. Und du hast einen besseren Plan, ja? Du würdest dich unter einem Stein verkriechen, wenn du wüsstest, was ich schon alles auf die Beine gestellt habe. Also sei nicht so vorlaut, sonst stopfe ich dir dein großes Maul. Ey, Junge, ne? Der weiß nicht, dass wir hier im ersten Teil auch mal so richtig einen dicken, fetten Schläfer besiegt haben. Hier hast du 10 Münzen, Jungs. Dann kommt, ich muss das machen, weil da kommt definitiv eine geile Antwort. Pass auf. Hier hast du 10 Goldmünzen. Du armer Schlucker, kannst deine Kröten behalten. Ich hab da eine bessere Idee. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle. Ich bin früher schon mal hier gewesen und habe an einigen Stellen meinen Kram vergraben. Die Höhle ist mir allein ein wenig zu gefährlich. Ich will, dass du mir dabei hilfst. Ja, mach mal nachher. Du. Ach, jetzt kann ich... Hey! Jetzt kann ich die ganze Scheiße da nicht mehr anklicken. Ach, verdammte Axt, Mann. Oh, nee. Boah. Jungs, der hätte ja fast wieder Bock zu laden, Alter, um mit dem noch ein bisschen Gespräch weiterzuführen. Na, fuck. Na gut, machen wir jetzt nicht. So, Laris. Ist da ein Scavenger? Noch ein Scavenger? Ja, die drehen wir auch alleine hin. Ich will jetzt Laris auch nicht zu doll, so, weißt du? So, wir sind da. So, den Rest des Weges wirst du alleine zurücklegen. Ich muss zurück in die Stadt, hab noch ein paar Sachen zu erledigen. Folge einfach dem Weg hier und denk daran, setz dich durch und lass dir nichts gefallen. Dann läuft schon alles glatt. Alles klar, mein Guter. So, also, unschwer zu erkennen, sind wir hier im Söldnerlager. Nicht. Also irgendwo da hinten. Also Laris hat uns jetzt hier, wenn wir mal einen Blick auf die Karte riskieren dürfen... So, hat uns also im Endeffekt die Hälfte des Weges gebracht. Ihr habt ja gesagt, da unten rechts, bei den ganzen vier großen Feldern, noch ein bisschen weiter rechts, wo dann so ein bisschen kleine Gebäude anfangen. Dort ist dann Unas Hof, du. Da gehen wir aber nicht hin. Warum auch, Freunde? Ne? Ist ja nicht so, als ob das irgendwie unser Missionsziel wäre. Nee, wir haben eine bessere Idee. Pass auf, erstmal holen wir uns Goblinbären. Wusste ich nicht, dass die hier rumliegen, aber nehmen wir mit. Wir können natürlich auch mal in dieser komischen Taverne hier gucken und wir können natürlich auch noch mit dem Dreck hier rumlaufen. Aber was ich eigentlich machen möchte, ist folgendermaßen. Erstmal wollen wir speichern. Und dann machen wir jetzt mal ein paar Scavenger-Platten. Ich habe irgendwie Bock zu kämpfen, Freunde. Irgendwie habe ich da, ne? Ich habe das Verlangen, hier ein paar Viechern mal aufs Maul zu hauen. Das ist das erste Vieh hier. Hi. Dann machen wir einen Schaden, ey. Ja.
Scavenger sind sehr einfache Gegner in der Hinsicht, dass sie, die machen nicht viel Schaden, weißt du? Die brauchen trotzdem irgendwie 10 Schläge oder sowas. Aber das Schöne ist, dass die Typen halt ein bestimmtes Angriffsmuster haben. Und das kann man halt, wenn man das einmal studiert hat. Die Wölfe! Das wäre mal eine sinnvolle Sache für Laris noch gewesen. Na toll. So, warte mal. Wir holen uns mal auf den nächsten Scavenger. Eine Frage, ist Laris denn schon weg? Weil nicht, das Problem ist, wenn jetzt Laris dazukommen würde und mitkämpfen würde und den wahrscheinlich in einem Schlag platt machen würde, dann kriegen wir die Erfahrungspunkte nicht. Also mal so ein bisschen aufpassen. So, hin. Ihm schon mal 2 Bratzen geben. Und immer wenn er... Ja, das war halt blöde. Immer wenn das Damager so ein bisschen ausholt... Mann! Immer wenn er... Erzählen und kämpfen, Jungs, das funktioniert einfach nicht. Immer wenn das Damager so ein bisschen ausholt, dann müsst ihr nach vorne zuschlagen. Nicht nach rechts und links. Warum? Habt ihr gerade gesehen? Ihr trefft den Witzer nicht. So, 20 Lebenspunkte haben wir eingebüßt. Machen wir hier nochmal ein Butterfleisch. Und Dunkelpilz. Da haben wir's. Na toll. Und dafür haben wir ein Fleischstückchen bekommen, ne? Was wir, wenn wir es braten würden, gerade mal 12 Lebenspunkte wiederherstellen. Also so richtig sinnvoll war es nicht. Aber was soll's. Wir brauchen eher Erfahrung. So, ich würde mal zu diesem Lager hier gehen. Einfach in der Hinsicht. Ja, speichere gut nochmal ab, Alex. Nee, speichere alle 5 Meter. Das macht auf jeden Fall Sinn. Weil ich ja unbedingt schnell lernen möchte, wie man Tiere ausnimmt. Und so, jeder sind dann so der erste Anhaltspunkt. So, 3 mir. So weit von zu Hause noch unterwegs? Hier draußen musst du vorsichtig sein. Besonders, wenn du alleine unterwegs bist. Ist das eine Drohung? Was machst du denn hier draußen? Naja, die Taverne ist mir zu teuer. Deshalb habe ich mich hier niedergelassen. Die vorherigen Bewohner brauchen es anscheinend nicht mehr. Wer waren die Bewohner dieses Lagers? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Jäger. Du sagst was, du. Vermutlich ist es ihnen hier draußen zu gefährlich geworden. Verstehe ich da nicht warum, Freunde. Ist es hier draußen nicht zu gefährlich? Naja, nicht, wenn man sich verteidigen kann. Meine Armbrust hat mir schon so manchen guten Dienst erwiesen. Da hinten ist was gewesen. Besonders groß ist sie ja nicht. Aber tödlich, wenn man weiß, wie man mit ihr umgehen muss. Da war was. Ich hatte schon mal eine größere. Die ist mir leider abhanden gekommen. Radiumis Armbrust. Ich hatte mich zu weit nach Norden in die Berge vorgewagt. Es gibt dort einen großen Steinkreis mit einem Opferaltar. Als ich dort oben Scavenger jagte, kamen diese ekelhaften, untoten Wesen aus dem Wald und griffen mich an. Alles, was ich noch tun konnte, war um mein Leben. Okay, also wir müssen wahrscheinlich ihm die Armbrust dann nochmal zurückbringen. Dabei ist mir meine Armbrust aus der Hand geglitten. Ja, aus der Hand geglitten. Ich wette, sie liegt noch heute da oben bei dem seltsamen Steinkreis im Norden. Weißt du, was passiert ist? Der hat das Ding im hohen Boden weggefeuert und ist gerannt, Jungs. Ja, aber kannst hallo. Was beibringen? Wenn du zahlen kannst. Wie gesagt, ich bin zurzeit etwas mittellos. Wie viel verlangst du? 150 Goldstücke. What? Für was denn? Später, mein Guter. Vielleicht später. So. Das Problem ist, wahrscheinlich kann der mir nämlich nur den Umgang mit der Armbrust beibringen. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir fragen ihn trotzdem nochmal, vielleicht auch für euch später sozusagen, ob das funktionieren sollte oder nicht. 150, ja, ich hab dein Gold. Wie hast du dein Gold? Gut. Von mir aus können wir sofort anfangen. Nur für euch, ne? Ich lade wahrscheinlich sowieso. Ja, bring mir was bei. Bring mir was bei. Was kannst du mir beibringen? Nur Armbrust. Jujuns, den war nicht drauf. Macht also total keinen Sinn. Können wir uns die 150 Gold aber auch sparen. Und 150 Gold sind am Anfang in dem Spiel echt nicht wenig, Freunde. Also die jetzt umsonst rauszuballern, habe ich gar keinen Bock drauf. So, das Schöne ist, wir haben ja gerade gespeichert. Warum will ich mal speichern? Jo, die Truhe ist zu weit entfernt. Ja, Dranumir hat anscheinend kein... Nichts dagegen, wenn wir uns jetzt hier einfach mal bedienen. Gut, es ist ja an sich auch nicht sein Lager. Wenn man es so nimmt, ist das hier im Fell. Nice, Freunde. Fälle wissen wir ja. Fälle können wir ja noch relativ teuer bei Bossbar verkaufen. Und meines Erachtens... Ah, es sind Feldräuber. Okay, Feldräuber kriegen wir auch so hin. Problem ist, ich will die eigentlich noch nicht umbringen. Ist das wieder ein Kurzbogen gewesen? Jungs, habe ich da richtig gelesen? Können wir mal bitte einen anderen Boden finden, außer einen Kurzbogen? Die ganzen Pfeile einzeln aufsammeln. Warum die nicht in der scheiß Kiste waren, weiß ich auch nicht. Da, ja, Kurzboden. Fuck. Wie scheiße. So, hier ist ein Zelt. Ist die Frage. Will der Dragomir
dass wir da mal reingehen oder macht er uns fertig dafür? Den juckt das nicht die Birne, du, ne? Interessiert das nicht. Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal seinen Schlafplatz hier auseinander. Die Fälle sind auf jeden Fall ordentlich was wert. Eine Nagelkeule jetzt nicht mehr so. Also entweder sieht er uns nicht und weil wir halt nicht auf dem, ich sag mal, weil wir halt auf dem Waldboden laufen, hat er uns vielleicht nicht gehört, dass wir hier reingelaufen sind, aber ansonsten. Links, rechts und leg mich am Arsch. Links, rechts, links, rechts. Easy. Bergkristall, ein rohes Fleischstückchen und ein Wacholder. Wuhu, Freunde. Mensch. So, jetzt die Frage, ist das gleich nochmal so? Nein, Freunde, es ist andersrum. Rechts, links, leck mich am Arsch. Rechts, links, links, rechts. Ach, du großer Gott. Rechts, links, links, rechts, links. Das müsst ihr übrigens... Links. Rechts. Meine Herren! Das ist ein Ratespiel und das alles für 10 Münzen und 17 Bolzen, was ungefähr auch wieder... Also jeder Bolz ist ja ungefähr auch ein Gold wert, also 27 Münzen. Du, wir haben ja vorhin geguckt gehabt, also in der letzten Episode noch. Wir hatten, glaube ich, 10 Dietriche mit. Jetzt haben wir vielleicht nur noch 8 oder 7 oder so. Also das passt soweit. Da müssen wir jetzt nicht laden für die 2 Dietriche, die wir verloren haben. So, da hinten liegt noch eine Pflanze rum. So, wo würde ich eigentlich hin? Ich will ja eigentlich versuchen, noch ein bisschen was zu erlernen, dass wir mehr Jagdtrophäen bekommen, wenn man es so formulieren möchte. Dazu können wir aber eigentlich noch die Ratte, die wir gesehen haben, hier platt machen. Und wir könnten mal am Innerschrein beten. Wir haben ja schon mal... an einem Innerschrein haben wir ja schon mal... Speichern mal lieber ab. Ich weiß nicht, ob die allein ist. Also allein, also normale Riesenrate sollten wir schon hinkriegen, aber mehrere vielleicht nicht. Mehr Mädel! Der Angriff da vorne ist bei Riesenraten halt wieder unglaublich gut. Warum? Weil sie sich meistens, war jetzt nicht die ganze Zeit so, aber meistens zurückziehen, wenn sie getroffen werden. Ist natürlich perfekt. So, hier ist ein Innerschrein und hier ist ein Gang. Wo denkt ihr, wenn ihr die Karte seht, wo könnte dieser Gang hinführen, Freunde? Mensch, ne? Dieser Gang, wenn ihr den mal kurz weiterverfolgt, da ist so ein komisches... Man könnte fast sagen, eine Kirche oder ein Kloster. Richtig, ein Kloster. So, wie gesagt, wir haben ja schon mal einen Innerschrein angelabert, haben dem 100 Gold gespendet und konnten uns einen Geschicklichkeitspunkt holen. Haben uns dann aber dazu entschlossen, es am Anfang noch nicht zu machen. Und da habe ich dann gesagt, ja, erkläre ich euch später warum. Und die Erklärung habe ich euch eigentlich im Endeffekt, glaube ich, in der letzten Folge geliefert. Nämlich, dass am Anfang, wenn wir jetzt am Anfang diese Innerstatue halt anquatschen und einen Geschicklichkeitspunkt bekommen, haben wir ja das Problem, also wir haben nicht das Problem, aber wir haben dann sozusagen einen Lernpunkt gespart. Wenn wir die aber jetzt anquatschen und einen Geschicklichkeitspunkt bekommen, würden wir für den Geschicklichkeitspunkt normalerweise sonst 2 Lernpunkte zahlen. Das heißt, wir würden uns jetzt schon mal einen Lernpunkt gespart haben, wenn wir die jetzt erst anquatschen. Genau, da könnten wir natürlich auch erst, was weiß ich, in 18 Stunden machen oder sowas, wenn die Geschicklichkeitspunkte 3, 4 oder 5 Lernpunkte kosten. Problem ist, nachher ist das nicht mehr so wichtig, nachher braucht ihr nicht mehr so viele. Ja, nachher kriegt man die auch ein bisschen anders. Die Sache ist, ich weiß auch nicht, ob wir immer einen Geschicklichkeitspunkt bekommen. Ja, das ist natürlich scheiße. Ich probiere es mal ganz kurz aus. Ich weiß nicht, ob das zufällig ist. Das habe ich jetzt mal nicht vorbereitet. Sonst normalerweise versuche ich euch ja immer auch ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer Stärke ist. Okay, also, es ist sehr wahrscheinlich also immer Stärke. Beziehungsweise nicht immer Stärke, sondern diese Innerstatue hat immer nur Stärke im Angebot. Ich mache es jetzt noch das dritte Mal, ne? Alle guten Dinge sind 3, wisst ihr ja. Habt ihr ja bestimmt schon oft gehört. Wenn es jetzt wieder Stärke ist, ja, ja, okay. Also, die verschiedenen Innerstatuen, und davon gibt es einen ganzen Haufen. Und ich meine, in Dossi 2 sollte man dann auch irgendwann noch eine Karte bekommen von diesen, mit diesen Innerstatuen. Es waren vielleicht so 10 Stück oder irgendwie so. Jetzt, die jetzt in Turines verteilt sind. Also in der, im Land Turines, nicht in der Stadt. Und jeder gibt dir halt was Bestimmtes, ne? Und das wäre halt eine Innerstatue, die dir nur Stärke gibt. Wir kennen immerhin eine am Anfang, die dir immerhin, immer wieder das. Ah, hier labert schon wieder einer. Der ihr immer wieder, die Schädigkeit gibt. Und die wollen wir natürlich haben. So, Freunde! Sind wir in der Taverne. Wir können mal speichern. Ihr seht, ich speichere immer sehr viel und sehr gerne. Warum auch immer, keine Ahnung. Da haben wir einen Bauer. Bauer. Er musste es ja besser wissen. Bauer. Die Frage ist, wir haben ja gerade gespeichert, ne? Darf ich mir hier Wurst nehmen? Was? Käse? Hier ist
da ist mal ein Wasser, glaube ich, aber was soll's? Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Hey, Ola, nee, warte, pass auf. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich würde mir einfach nur... Das ist cool. Das will doch... Das ist eine Taverne, Freunde. Kannst du einfach alles nehmen, was auf dem Tisch ist und musst du noch nicht mal bezahlen. So kenne ich das auch bei uns, ne? Also wenn du bei uns in eine Kneipe gehst, da steht ein Bier auf dem Tisch, gehst hin, trinkst es und haust wieder ab. Er hat auf genau so funktioniert in der richtigen Welt. In der Kerzenhalter. Oh, oh. Schön, Jungs. Wollt ihr mal ein Grafikbad sehen? Ja, erfährt keiner was. Beim goldenen Kerzenhalter bin ich jetzt mal ein bisschen vorsichtiger, weil ich glaube nicht, dass, dass das gleiche ist, wie was zu essen, sich hier zu schnappen. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Interessiert dir echt keine Sau, ne? Geil. Gekommen. Einfach nur geil. So, wen haben wir denn hier keine eigentlich? Ahnung, wir haben hier Ruka und Orlan. Okay, dann würde ich sagen, nächste Folge fangen wir mal hier in der Taverne an und werden dann wahrscheinlich mit Drake ein bisschen auf die Schnitzeljagd gehen. Kannst du eh nichts tun. Fürs Wohnen haben wir es geschafft. Ja, wir haben nicht viele Erfahrungspunkte bekommen. Also wir brauchen immer noch 2300 Erfahrungspunkte und dann geht's los, Freunde, ne? Dann, ja, keine Ahnung, geht's eigentlich, was heißt es geht los? Es wird dann nochmal weitergehen, bis wir irgendwann mal so viel haben, dass wir uns die nächste Geschicklichkeitswaffe mal holen können, ne? Also, bis denn, ne?